So, mit der Pause bis halb geht nicht, weil der Wolf muss ja unbedingt arbeiten gehen. Zeitungen austragen. Ich suche nur eine Ausrede. Ja. Dann bist du alleine im Muha. Zum Beispiel wie gestern. Ja, mein PC überhitzt. Der Kühler ist schrott. Du hast es mir sogar geglaubt. Genesungstrank, Lichtstrom. Was man hier wirklich alles findet. Ich dachte, da wären vielleicht zwei Goldstücke drin. Was findet man? Oh. Ich sollte echt öfters mal in Kisten gucken. Eine Ratte. So. Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, den Weg zu finden? Ich habe mich fast wahnsinnig gemacht. Ich habe sogar einmal Nerim ausgemacht. Mann, da ist doch frei. Wir haben Messer, wir haben sogar eine Axt, wir haben alles dabei, aber nein, wir müssen ja einen komplizierteren Weg gehen. Sonst wäre es ja zu einfach. Oh. Dann nehmen wir nochmal einen Quicksave. Quicksave ist bei mir schon fast automatisch. Aha. Nein, Fackel ist ausgegangen. Noch eine. Ja, wir haben noch eine. Da. Wir sind in die Arme von Mama Troll gerannt. Mama Troll 2. Oder 2000. Ich versuche sie im Schach zu halten, indem ich wie ein Irrer mit dem Messer auf sie draufhaue. Powerschlag. Low Energy. Powerschlag. Down. Eine Leiche, die nichts dabei hat. Ich sehe den Ausgang. Was sind das für Dinger rechts und links? Achso. Vor mir ist der Ausgang. Ich hab's fast geschafft. What the mega fuck? Jede Menge Mama Troll und ein Magier, der mir gerade, glaube ich, das Leben rettet. Was da? Ein Magier? Dings. Der mit der ruhigen Stimme aus dem Trailer davon. Ah, okay. Der Magie zu Ehren, guter Freund. Ich glaube, ich bin euch einige Antworten schuldig. Stammt dieser Brief von euch? Nun, mehr oder weniger. Maybe. Mein Sinnen war es, mit allen Begabten zu sprechen. Aber wie es aussieht, seid ihr nun die einzige Überlebende. Juhu, ich bin die einzige Überlebende. Ihr müsst mir glauben, dass ich toll, von diesem RPG Bestien halt nichts wusste. Es sollte ein sicheres Treffen werden. Nein, wir haben jetzt keine Zeit für lange Reden. Hört zu. Ich leite eine, nun, spezielle Vereinigung, die sich der Orden nennt. Ihr habt mit Sicherheit noch nie davon gehört, denn diese Vereinigung ist verboten und wird verfolgt. Wir haben es uns nämlich zum Ziel gemacht, den wenigen Begabten unseres Landes die Kunst der Magie zu lehren. Magie wird von den meisten Menschen als etwas Unheimliches und Böses gesehen. Und es ist nicht mehr erlaubt, sie zu benutzen, seit der Kanzler Baratheon uns regiert. Da aber unser Wissen bewahrt werden muss, führten wir die Ausbildung fort, dem Verbot des Kanzlers zum Trotz. Natürlich im Geheimen, denn kein Außenstehender darf davon erfahren. Und so ließen wir all jenen, die begabt sind und die Kunst der Magie ausführen können, einen Brief zukommen. Ihr habt auch einen bekommen. Ja, ihr seid einer dieser Begabten. Es ist eine seltene Gabe, die ihr in euch tragt. Nur wenige können das arkane Gefüge der Welten antasten und noch weniger wissen von ihrem Glück. An diesem Ort hier glaubten wir uns sicher vor dem Kanzler. Es gibt kaum einen Abgeschiedeneren im Tal. Deshalb sollte hier unser Treffen mit den Begabten stattfinden. Aber anstatt ihnen von ihren besonderen Fähigkeiten zu erzählen, haben wir sie unwissentlich in den Tod geschickt. Das Schicksal hat uns übel mitgespielt. Doch wenigstens ihr seid noch am Leben. Daher mache ich euch nun ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ich biete euch an, euch unserem Orden anzuschließen und die Künste der Magie zu erlernen. Bitte lehnt nicht ab. Denn wenn ihr es tut, wisst ihr zu viel und könntet die Sicherheit des Ordens gefährden. Und damit eure eigene, wenn ihr versteht. Tretet ihr uns nun bei? Obwohl, nun ja, genau genommen habt ihr überhaupt keine Wahl. Die Frage war eher rhetorischer Natur.
Ich kann euch mit dem, was ihr jetzt wisst, ganz unmöglich gehen lassen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass diese Aufnahme eine große Ehre bedeutet und euch den Weg zu großer Macht bereitet. Seht es also bitte nicht als Bürde an, zu uns zu gehören. Euch wird kein Nachteil daraus entstehen. Als erstes müssen wir jegliche Aufmerksamkeit von euch ablenken, damit ihr ungestört eure Ausbildung beginnen könnt. Ich gebe euch eine Nachricht. Sie trägt das Siegel des Kanzlers und darin steht, dass ihr für die Armee eingezogen wurdet. Natürlich nur zum Schein. Überreicht die Nachricht eurem Meister Aratornias in der Abtei von Tirin. Er wird denken, ihr würdet in der Armee dienen und euch nicht hinterher schnüffeln. Dann kommt in das Magiersanktum. Ihr kennt diese Anlage bestimmt. Schließlich habt ihr sie täglich von der Abtei aus gesehen. Es ist der aus weißem Stein gemauerte Turm auf dem Berghang im Osten des Tals. Hier, nehmt zur Sicherheit auch noch diese Wegbeschreibung. Besorgt euch etwas Ausrüstung und vor allem, meidet die Handlanger des Kanzlers. In Nerim herrscht Krieg. Und wenngleich dieser nur im Nordreich, weit weg von hier ausgefochten wird, so sind die Soldatenpatrouillen doch allgegenwärtig. Wenn ihr noch Fragen habt, besprechen wir sie im Sanktum. In Sicherheit. Kommt heil an und trödelt nicht zu lange. Ich erwarte euch. Toll, ich habe also jetzt die Wahl. Entweder gehe ich mit ihm oder ich sterbe. Hahaha. Ha, ha. Toll, einfach. Du hast mir den Ball nicht. Du hast gerade geleckt. Du hast wenigstens eine Wahl. Nein, die habe ich ja nicht. Ja, darum hast du einen. Schaut. Ein blutiger Handschuh. Rechts eine zerbrochene Kiste und links ein Fass. Und alles ist. Oh, wir beginnen gerade Kapitel 1. Der Wege zur Macht. Und er wollte ja nicht erwähnen, dass es eine große Ehre ist. Und er außerdem auch noch dazu nicht zu erwähnen braucht, dass wir große Macht kriegen. Und trotzdem tut er es. Ey, das sieht ja aus wie ein Ladebildschirm. Licht, Fass, zerbrochene Kiste. Sogar Handschuhe. Oh, wir ziehen uns etwas Schmuck an. Unglück der Minenarbeiter. Naja. In dieser schönen Sonne sage ich erstmal Goodbye.